Dur- und Molltonarten leicht gemerkt. Warum verwendet man überhaupt Tonarten? Gegenfrage. Macht es Sinn, ein Lied nur in einer einzigen Tonart singen zu können, die womöglich viel zu hoch für deine Stimmlage ist? Tonarten sind also notwendig und unser in Europa gebräuchliches diatonisches Musikempfinden brachte im Laufe der Musikgeschichte insgesamt 13 Dur-Tonarten und 13 Moll-Tonarten mit bis zu 6 Kreuzvorzeichen und 6 B-Vorzeichen hervor. Dieses sich alle zu merken ist ganz einfach, wenn man sich bestimmter Merksprüche bedient. Aber eins nach dem anderen. Unsere 13 Dur-Tonarten und 13 Moll-Tonarten können mit dem Quintenzirkel, der sich auf dem Urintervall der Quinte aufbaut, veranschaulicht werden. Die Dur- und Molltonarten im Abstand einer Quinte im Uhrzeigersinn heißen: am Außenring C-Dur, G-Dur, D-Dur, A-Dur, E-Dur, H-Dur, Fis-Dur, wobei Fis-Dur Ges-Dur entspricht. Dann Des-Dur, As-Dur, Es-Dur, B-Dur, F-Dur und wieder C-Dur. Im Innenring A-Moll, E-Moll, H-Moll, Fis-Moll, Cis-Moll, Gis-Moll, Dis-Moll. Wobei Dis-Moll S-Moll entspricht, dann B-Moll, F-Moll, C-Moll, G-Moll, D-Moll und wieder A-Moll. Die Kreuz- und B-Vorzeichen zu den Dur- und Molltonaten, die ebenfalls im Abstand an der Quinte stehen, heißen Fis, Cis, Gis, Dis, Eis, Ace und B, S, As, Des, Ges, Cis. Und diese Vorzeichen muss man sich einprägen, denn dafür gibt es keinen Merkspruch. Hier hilft nur, sich darin zu üben, die Vorzeichen ganz schnell aufzusagen. Also, Festes, Gistes, Eis, Eis. Und Bärs, Astes, Gistes. Auch muss man die Positionen, wo genau die Kreuz- und B-Vorzeichen auf den 5 Notenlinien sich befinden, erlernen. Und hier hilft nur, sich darin zu üben, indem man die Vorzeichen immer wieder schreibt und laut dazu die Vorzeichen spricht. Also, Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Eis. Und B, S, As, Des, Ges, Cis. Alle Dur-Tonarten aber kann man sich ganz einfach mit 2 Merksprüchen einprägen. So gibt es für die Dur-Tonarten mit Kreuzvorzeichen den Spruch: Geh, du alter Emil, hole Fische. Und für die Dur-Tonarten mit B-Vorzeichen den Spruch: Frisches Brot essen Asse des Gesangs. Wie weiß ich jedoch, wie viele Kreuze und B die jeweiligen Dur-Tonarten besitzen? Das geht am besten mit den Fingern der beiden Hände, die die Anzahl der Kreuze oder Bs verdeutlichen bzw. symbolisieren. Für den Kreuzspruch Geh, du, alter Emil, hole Fische gilt somit: Für G verwende den Daumen, entspricht ein Kreuz, nämlich das Fis, ist gleich die Tonart G-Dur. Für Du verwende Daumen und Zeigefinger, entspricht 2 Kreuze, also das Fis und das Cis, ist gleich die Tonart D-Dur. Für Alter verwende Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger, entspricht 3 Kreuze. Fis, Cis, Gis ist gleich die Tonart A-Dur. Für Emil verwende Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger, entspricht 4 Kreuze. Fis, Cis, Gis, Dis ist gleich die Tonart E-Dur. Für Hole verwende Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger, entspricht 5 Kreuze. Fis, Cis, Gis, Dis, Eis ist gleich die Tonart H-Dur. Für Fische verwende Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger und von der zweiten Hand den Daumen ist gleich 6 Kreuze. Fis, Cis, Gis, Dis, Eis, Es ist gleich die Tonart Fis-Dur. Und genauso verfährt man mit dem B-Spruch: Frisches Brot essen Asse des Gesangs. Für Frisches verwende den Daumen, entspricht ein B. Und zwar das B ist gleich die Tonart F-Dur. Für Brot verwendet Daumen und Zeigefinger, entspricht 2 Bs, nämlich B und S, ist gleich die Tonart B-Dur. Für Essen verwendet Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger, entspricht 3 Bs, B, S, As, ist gleich die Tonart S-Dur. Für Asse verwendet Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger, entspricht 4 Bs, B, S, As, Des, ist gleich die Tonart As-Dur. Für Des verwendet Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger, entspricht 5 Bs, B, S, As, Des, ist gleich die Tonart Des-Dur. Für Gesangs verwendet Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger und von der zweiten Hand den Daumen, entspricht 6 Bs, B, S, As, Des, Ges, Ces, ist gleich die Tonart Ges-Dur.
für den Molltonarten gibt es bisher noch keinen Merkspruch. Der Grund liegt wahrscheinlich darin, dass speziell für die Molltonarten mit Kreuzwortzeichen es sehr schwierig ist, einen passenden Spruch zu finden. Wir haben in den Klassen 7a, 7b, 7c und 7d lange überlegt und sind tatsächlich fündig geworden. Für die Molltonarten mit Kreuzwortzeichen eignet sich unser Spruch: Er hat Fis, Cis, Gis diskutiert. Für die Molltonarten mit B-Vorzeichen eignet sich unser Spruch: Das grüne Chamäleon friert beim Essen. Und wie schon bei den Dur-Tonarten erklärt, verwendet man bei den Molltonarten ebenfalls die Finger der beiden Hände und kann sich somit ganz leicht merken, wie viele Kreuze oder B-Vorzeichen welche Molltonart bedingt. Abschließend nennen wir euch noch weitere Sprüche, die wir und unsere Mitschüler sich ausgedacht haben. Für die Dur-Tonarten mit B-Vorzeichen den Spruch: Frisches Brot essen Assassinen des Gesangs. Für die Molltonarten mit B-Vorzeichen die Sprüche: Das grüne Chamäleon frisst braune Esche. Der gute Clown fabuliert beim Essen. Die große Zirkusfamilie braucht Essen. Und Daniel geht circa 5 Brote essen.